Ja, meine Damen und Herren, liebe Dietzenbacherinnen und Dietzenbacher, ich darf Sie heute begrüßen zu einer weiteren Ausgabe des Bürgermeister-Podcasts. Und dieses Mal geht es um Haushalt 22 und die Finanzen der Stadt. Lassen Sie mich vorneweg schicken, dass wir in diesem Jahr 21 erst im Dezember die Haushaltsgenehmigung bekommen haben für den Haushalt 21. Ja, viel zu spät konnte der Haushalt eingebracht werden. Dennoch ist es gelungen, die Genehmigung zu bekommen, bevor der neue Haushalt eingebracht wird. Nach dem Haushalt ist also vor dem Haushalt in der Stadtverordnetenversammlung am Freitag, den 10.12.21, wurde der neue Plan von mir und von den Kollegen der Finanzabteilung eingebracht. Nun, was sind die Kernbotschaften? Diese habe ich Ihnen auf den nächsten Folien einmal mitgebracht. Lassen Sie uns gucken. Die Kernbotschaft Nummer 1 ist, dass der Haushalt 22 ausgeglichen sein wird. Ja, wir werden einen Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 400.000 Euro ausweisen können. Und das ist schon mal ein Erfolg, an dem Sie übrigens die 12.700 Grundsteuerzahler beigetragen haben. Ich zeige Ihnen gleich, woran das liegt. Wir haben in der Gewerbesteuer im laufenden Jahr ein Rekordergebnis zu verzeichnen. Völlig unerwartet ist die Gewerbesteuer in diesem Jahr auf 27 Millionen Euro angestiegen. Ja, ein All-Time-High kann man sagen. Wenn man sich die Durchschnitte in den letzten Jahren anguckt, dann hat sich da nicht viel verändert. Wir waren immer zwischen 13 und 19 Millionen haben wir uns bewegt. Dieses Mal also deutlich, deutlich übersteigert. Und das sind natürlich Einmaleffekte, die wir durch die Corona-Pandemie zu verzeichnen haben und Nachmeldungen der Gewerbetreibenden und Firmen, sodass wir etwa 8 Millionen an Einmaleffekten haben. Und die müssen wir im Grunde genommen rausrechnen. Damit können wir in der Zukunft nicht wirklich rechnen. Die Gewerbesteuer ist sehr volatil und deswegen müssen wir vorsichtig sein und es genauestens beobachten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Die zweite Botschaft, die sehr positiv ist, dass der Gesetzgeber es erstmalig möglich gemacht hat, dass Einnahmen aus außerordentlichem Ergebnis verrechnet werden können mit dem ordentlichen Ergebnis. Und das führt dazu, dass das Liquiditätsdefizit, also quasi unser Defizit auf unserem städtischen Girokonto, das hatte ich bei der Einbringung des Haushalts im Mai noch prognostiziert für Ende des Jahres von 13 Millionen Euro, dass wir dieses Liquiditätsdefizit erstmalig komplett werden abbauen können. Das liegt an drei Faktoren. Einmal an diesen Sondereffekten in der Gewerbesteuer, zum zweiten an der Grundsteuer-B-Erhöhung, die wichtig war für die Entschuldung und an einer Haushaltssperre, an der Einsparung bei den Sach- und Dienstleistungen. Und das führt letztlich dazu, dass wir eine Entschuldung auf unserem Girokonto werden ausweisen können zum Ende des Jahres. Ja. Das bedeutet wiederum, dass es erstmalig seit vielen, vielen Jahren kein Haushaltskonsolidierungskonzept mehr geben wird und nicht mehr erforderlich ist. Also, das sind zwei positive Nachrichten. Jahresergebnis ist positiv und unsere Liquiditätsschulden sind abgebaut. Können wir uns darauf ausruhen? Natürlich nicht. Ja, ich will Ihnen mal zeigen, ja, Dietzenbach befindet sich weiterhin in einer prekären Haushaltssituation, ja, und das Regierungspräsidium spricht in der Genehmigung des Jahres 21 von einer gefährdeten Situation, in der sich Dietzenbach befindet. Und ich spreche von einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommune. Und das nicht erst seitdem ich Kämmerer der Stadt bin, also seit Mai diesen Jahres, sondern schon seit vielen Jahren. Woran mache ich das fest? Ja, ich habe Ihnen mal ein paar Kennzahlen hier aufgezeigt, die das verdeutlichen. Ja, 7% unserer Stadtbürger, unsere Einwohner sind bis 5 Jahre, also unter 6 Jahre alt.
2.528 Kinder. Ja, und die müssen natürlich alle, die haben alle einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Da brauchen wir mehr Kita-Plätze, Kindertagesplätze als andere Kommunen. Wir gelten als eine der kinderreichsten Kommunen in Hessen. Und das ist ein Spitzenwert. Wir haben also einen Mehrbedarf an Betreuung. Der muss finanziert werden. Insgesamt sind wir eine sehr junge Stadt. 24% unserer Stadtbevölkerung, wenn Sie das zusammenzählen, ja, ist unter 21 Jahren alt. Und das heißt, wir haben einen Mehrbedarf an Bildung, auch an Schulsozialarbeit etc. Ja, wir haben die höchste SGB-II-Quote, nicht nur im Kreis Offenbach, sondern überhaupt mit 13,1%. Ja, die Beschäftigungsquote liegt sogar unter 60%. Und damit wird eines schon deutlich. Wir haben auf der einen Seite viel mehr hohe soziale Abgaben und eine Last an Sozialleistungen zu stemmen. Und auf der anderen Seite haben wir eine geringere Ertragsseite, also geringere Einnahmen als andere Städte und Kommunen. Ja, soziale Dienste und Ausgaben, ich habe Ihnen mal von den letzten Jahren allein der Kostenfaktor Kindertagesstättenbetreuung, ja, wir hatten im Jahresist 2019 minus knapp 9 Millionen, das ist im Haushalt dann auf 10,6 angestiegen, 22 auf über 12 Millionen. Also wir haben eine kontinuierliche Kostensteigerung und die haben wir gar nicht in der Hand. Die ist gesetzlich vorgegeben. Wir brauchen immer mehr Personal, ja, und deswegen ist ein Ende dieser Kostensteigerung bei weitem nicht in Sicht. Wie sieht's bei der Einnahmenseite aus? Hier mal ein paar Kennzahlen, die Ihnen die Kollegen aus der Finanzabteilung zusammengestellt haben. In der Einkommensteuer liegen wir bei 470 Euro. Pro Einwohner. Eine vergleichbare Stadt dieser Größenordnung hat normalerweise um die 600 bzw. 640. Ja, also Sie sehen, wir haben geringe Einnahmensituationen, sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Gewerbesteuer. Die Steuereinnahmekraft, das ist so der Begriff von Dietzenbach, ist vergleichbar schwach. Und das ist eine Schere, ja, aus der wir kaum rauskommen. Ja, die guten Nachrichten an der Stelle, positives Jahresergebnis und die Liquiditätsschulden sind abgebaut. Und wir werden mit dem Haushalt 22 dem Veränderungsdruck, den unsere Stadt unterliegt, gerecht. Wir werden es schaffen, weitere Plätze bereitzustellen. 90 sind geplant, auch das Personal, das dazu notwendig ist, ist geplant. Wir werden in der Verkehrswende weiter voranschreiten. Die fahrradfreundliche Umgestaltung der Stadt wird vorangehen. Und wir werden auch, was Ausbau, Klimaschutz, Umweltschutz betrifft, zulegen. Ich habe noch ein, zwei Grafiken für Sie dabei. Ja, das ist mal das Jahresergebnis, was Sie sehen. Die Jahresverluste sind nach oben angezeigt. Das heißt, im Positivfall in dem Fall. Ja, 2020, das ist unser Corona-Defizit. Ja, 7,5 Millionen. All diese Defizite, die wir angehäuft haben, werden durch die Sondereffekte 21 abgebaut werden können. 21, 22 werden wir voraussichtlich ein positives Jahresergebnis ausweisen können. Ja, hier mal ein, wie ich finde, äußerst gelungenes Tortendiagramm, das Ihnen zeigt, wofür gibt die Stadt denn Geld aus. Ja, das sind unsere Umlagen, die wir selber zu zahlen haben. Kreis, Schulumlage. Da sind auch Tilgungen drin. Ja, unsere Altschulden. Ja, die will ich nicht verschweigen. Ja, die liegen bei weit über 100 Millionen, die wir immer noch haben. Die liegen da drin. Sozialausgaben mit 28%, 14%. Das ist alles, was mit Infrastruktur, Liegenschaften, unsere Gebäude, unser Facility Management ist da drin. 12 ist Verwaltung, die Kernverwaltung. Und dann haben wir noch ein bisschen Sicherheits- und Ordnung und die sonstigen Leistungen, da sind die freiwilligen Leistungen enthalten. Das ist der Schuldenstand. Ja, Sie sehen, in den letzten Jahren geht es ein bisschen rauf und runter. Ja, der wohl markanteste oder die wohl markanteste Veränderung ist dieser rote Balken hier. Sehen Sie den in der Mitte? Das sind unsere Kassenkredite, damals Kassenkredit genannt, heute Liquiditätskredite, die werden abschmelzen auf Null, sodass wir insgesamt mit dem Block runterkommen. Aber wir sind immer noch, da ist die 100, ja, wir sind immer noch über 100 Millionen. Und die Tilgung dieser Altschulden, die belastet uns und wird uns in der Zukunft belasten.
Ja, Ausblick. Wir werden aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen 21 eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen zu verkraften haben. Das ist der Nachteil. Ja, Corona-bedingt haben wir insgesamt eine reduzierte Einnahmensituation, vor allem in der Einkommensteuer. Die Hebesätze für die Schulumlage und die Kreisumlage werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, wir haben Signale, dass diese steigen werden. Steigende Sozialausgaben und die Einführung des Hopper dann ab 24 wird auch nochmal dazu beitragen, dass die Kreisumlage steigt. Weitere Kosten für Kinderbetreuung durch höhere Anforderungen, das sind die gesetzlichen Standards, die ich erwähnt habe, und eben jedes Kind in unserer Stadt hat einen Rechtsanspruch, den wir weiterhin erfüllen werden. Das ist ein Punkt. Ja, wir werden 23, können wir Altschulden in der Höhe von etwa 7 Millionen Euro tilgen. Wenn uns das gelingt, hätten wir eine Verbesserung im Ergebnis um 500.000 Euro. Das gilt es zu schaffen. Wir haben ab 24 einen Liquiditätspuffer aufzubauen, ja, von etwa 2 Millionen Euro. Das muss auch noch gestemmt werden. Wir haben die Belastung durch die Hessenkasse und den Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme von 2 Millionen. Also wo Sie hinkommen und wo Sie hinschauen, haben wir eigentlich nur Kostensteigerungen in den nächsten Jahren zu erwarten. Und deswegen wird es sportlich sein, die Haushalte in den nächsten Jahren, vor allem ab 23, ausgeglichen aufzustellen. Ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass die Wirtschaftslage sich weiterhin erholen wird und dass wir vor allem bei der Gewerbesteuer eine sehr positive Entwicklung haben werden. Die Haushaltslage der Kreisstadt bleibt allerdings wie bisher risikobehaftet.